Hey Jons, hier für notebooksbilliger.de und ich bin in Taipei auf der Computex 2018 und hier am Stand von Asus schaue ich mir das neu vorgestellte Asus ZenBook S an. Das ist ein sehr dünnes Notebook. Klappen wir es mal zu. Wir haben hier eine Dicke von nur 12,9 mm und es wiegt nur ca. 1 Kilogramm. Also das ist schon mal eine Ansage. Und die Besonderheit hierbei ist, wenn wir es öffnen, der Ergolift Hinge, also das Scharnier, ihr seht schon, das Notebook öffnet sich dann so, hebt sich hier ein bisschen an, was natürlich für die Kühlung auch schon ganz gut ist, aber fürs Schreiben natürlich noch besser, da wir hier so ein bisschen angewinkelt die Tastatur dann haben und das ist schon sehr angenehm beim Schreiben. Gehen wir auch mal auf das Display ein. Es wird mehrere Varianten geben natürlich. Also die günstigere Variante hat dann ein Full-HD-Display und hier in diesem Modell haben wir dann ein Touchscreen mit UHD und 4K. Die Diagonale ist dann bei beiden Modellen 13,3 Zoll. Vom Prozessor her haben wir hier auch zwei Varianten. Entweder ein Intel Core i7 der 8. Generation, der 8550U oder der Intel Core i5, ebenfalls der 8. Generation, der 8250U. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB PCIe SSD. Das sollte sicherlich für die meisten Anwendungen ausreichen. Als integrierte Grafik haben wir hier die Intel Grafik 620 und selbst die ist auch für paar Casual Games ausreichend. Also genug Leistung für unterwegs. Schauen wir uns auch mal die Tastatur hier an. Das ist eine Chiclet-Style-Tastatur, die auch noch beleuchtet ist. Wir können hier angenehm drauf schreiben. Ist auch nicht zu clicky, wie ich immer finde. Wir haben hier unten dann das Touchpad, ist auch großzügig dimensioniert, wie ihr seht, nicht zu klein, mit integrierten Maustasten und hier auch noch einem integrierten Fingerabdrucksensor. Der Rahmen hier beim Display ist schon relativ dünn. Wir haben hier oben aber auch noch Platz für eine Webcam. Und von den Anschlüssen her, es ist ein dünnes Gerät, da haben wir jetzt nicht so viele. Wir haben hier auf der rechten Seite einmal den Kopfhöreranschluss und zwei USB-C-Anschlüsse. Und auf der linken Seite dann einen USB-C-Anschluss und die Status-LEDs. Mehr gibt es dann auch nicht. Aber ich denke mal, drei Anschlüsse sollten für unterwegs auf jeden Fall ausreichen. Ihr seht ja auch nochmal, dass wir hier Windows 10 als Betriebssystem haben, aber das war ja sicherlich schon vorher klar. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Notebook, wenn ihr viel unterwegs seid. Das ist also hier das neue Asus ZenBook S auf der Computex 2018. Vielen Dank fürs Zuschauen.